Der muss dann nachher wieder... Das steht aber alles noch nicht richtig hier, oder? Vielleicht ist es aber auch egal. So, genau, wir machen hier noch den Porn klar. Ist nur noch ein Kärchen, ey. Aber ist auch irgendwie am angenehmsten. Oh, das Quatsch ist. Eigentlich macht man mit einem Schrubber und einem Schwamm nichts anderes. So, dann mache ich noch nicht. Ich wollte erst hier bin. Oh. Stehen Sie gut? Geld, Geld, Geld. Ganz viel Geld. Aber erstmal müssen wir... Okay, da liegt auch noch was für den Papa. Dabei bin ich gar kein Papa. Aber da tut ja keine Geige spielen. Hallo? Gib mir Geld und gib mir eine Musikkassette. Das brauche ich nicht. Okay, hier lacht doch eben auch irgendwo Geld her. Da. Das kann ich nicht mitnehmen. Warum nicht? Was ist das? Es geht noch nicht mal kaputt. Was ist das für ein Scheiß? Oh, da habe ich doch wieder Geld gesehen gerade. Das sieht fies aus. Kann ich das nicht? Jetzt klebt das da an dem Eimer. Naja, gut. Halt. Gut, das ist doch jetzt eben einsacken hier. Schon wieder voll. So. Ah, das geht jetzt von alleine schon, dass die sich so zusammenraufen. Das finde ich sehr gut. Da müssen wir mal ein bisschen durch. Ich glaube, den Schrubber habe ich heute noch gar nicht benutzt. Das heißt, der ist ja eh... funktionstüchtig jetzt gerade.
So, der Müll ist damit da scheinbar erledigt. Jetzt müssen wir nochmal hier gucken, was wir da... Warte mal, geht der Schwamm noch? Gut. Der sieht nicht mehr so gut aus. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo mein Eimer ist, ne? War doch. Ich glaube, den nehme ich auch mit rein. Das macht gerade zumindest für den Moment Sinn. Da hinten in der Ecke muss ich gleich auch noch. Kriegen wir schon hin. Hatte ich den jetzt? Hatte ich, ne? Der Tisch ist doch sauber, oder? Ja. Ich weiß es nicht. So, da ist nichts Kaputtes mehr. Das brauchen wir nicht. Und den Eimer. Oder was? Oh, Moment. Who cares? Morgen viel. Wo bist du? M8? M8? Macht. Ah, egal. Mate. Ich weiß es nicht, was es bedeuten soll. Hör zu, das ist kein schwacher Scheiß. Das ist eine neue Produktlinie. Es wird dich umhauen. Ach so, die Drohung. Ah, okay. This answer certainly explains itself. Ja. Das ist so ein Chaos. Kann ich da... Na, du hast doch noch Geld. Mach den Ofen zu. Die gehen nicht auf. A disease sexually transmitted and invariable fatal. Okay, und warum ist das da unten drin? Man weiß es nicht, ne? Ah, da ist nichts drin. Okay, ich glaube... Hier sind wir klar. Wobei, die muss doch neu wohin. Aber da liegt ja auch noch ein Tisch rum. Dann geht das nämlich auch. So. Da hinten fehlt ein Stuhl. Ach so, dann muss ich aber erstmal säubern. So wie es aussieht. Mann, hast du hier eine Sauerei gemacht, Typ. Du wirst jetzt sagen, ist nicht deine Schuld, aber... Ach komm! Really? Wo war der Wasser da? Aber nicht da, sondern da.
So, erstmal die eigene Sauerei wieder wegmachen und dann. Oh. Tisch ist in Ordnung. Ding, 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 ding. Sitzmusik. Kann ich das hier aufnehmen? Nee, das ist nicht kaputt. Okay, nehmen wir den Hocker. Den können wir auch schon hinstellen, glaube ich. Oder? Ne, da ist, glaube ich, minimal ist hier noch Blut. So, jetzt aber. Oder auch nicht. Ne, der will noch nicht. Okay. Passend up. Nimm ich mal den. Klatsche ich den da mal an die Wand. Das ist fast leer. Ja, jetzt passieren. So, wie sieht das aus? Eigentlich ganz gut. Okay, dann würde ich sagen, wir schnappen uns ihn mal, wenn das geht. Moment. Doch, wir müssen erst so einige andere Sachen erledigen. Alles gut? That was a bolt move. Mal Wilhelm Tell gespielt, oder was? Are you satisfied now, Robin Hood? Robin Hood? Wo ist Auto? Wo ist Auto? Da. Ah. Nee, das sieht so nix. Besser. Komm, dann nehmen wir den auch direkt mit. Nur schon wieder falsch abgebogen hier. So. Oh, sehr gut. Guter Wurf. Ich bin gespannt, was ich nachher hier an Möbeln noch. Wo war denn jetzt? So, mal ist hier noch eine Tür. Ah, nee. So, lass mal über. Liegen. Something is blocking the way. Ja, was denn? Was denn jetzt wieder? Da müssten Stühle hin. Das hier, ne? Das ist das Problem, oder? Ja, sicher. Kann man auch drauf kommen, dass da so ein Glas im Weg ist. So, dann ist er hier drin jetzt. Partyhaus. Ist
das Partyhaus nur dieser Räumlichkeit hier? Wenn ja, dann fehlt mir noch ein Beweis hier. Aber hier ist ja auch noch eine Tür. Ah ja, guten Tag. Na, immerhin. Bis zum Schluss eine Geliebte gehabt. Upsa. Muss ich Ihnen leider mal Ihre Frau kurz entwenden. Ja, da können wir, glaube ich, auch mal kurz mit dem Kärcher reinhalten. Komm mit. He must have tried to sleep through the pain. Achso, der kann doch, glaube ich, hier rein. Die Lampe gehörte tatsächlich dahin. Das ist ja interessant, weil ich wollte die eigentlich nur mal so aus dem Weg packen. Und das sah eigentlich auch gar nicht so aus, als wenn die dahin gehört. Also ich sah keinen grünen Umriss, aber gut. Vielleicht war ich auch einfach nur blind. Okay, die Heilige Bibel. So. Und die Flasche hat hier auch genächtigt. Warum auch nicht? Ne? Achso, hier hatten wir doch auch noch ein interessantes Problem. Ein überaus interessantes Problem. Irgendwie runterschießen. Ich brauche den doch. Ich sorge dafür, dass er gleich komplett fest sitzt da oben. Kriege ich den da irgendwie? Das nehme ich auch in Ordnung. Und dieser Raum war in Ordnung und da geht es ja auch nicht weiter. Nach draußen geht es ja hier nicht. Nee. So, uns fehlen noch drei Leichen. Und ein Möbelstück müsste noch an seinen Platz. Kann ich den eigentlich mal da draußen packen? Wie ist das denn hier draußen? 6 von 20. Oh Gott. Kann es sein? Da hinten sind die ganzen Tonnen. Okay. Das mit denen hier denn jetzt auch so richtig?
Und bitte nicht grün. So. Irgendwie will der nicht. Warte mal. Müssen wir vielleicht erst hier unten weitermachen? Machen wir das mal so. Halt, der war doch grün. So. Damit haben wir immerhin schon mal 10 von 21, aber es fehlen noch weitere Tonnen. Da drin waren ja keine, ne? Mal eben gucken, hier unten war keins. Geheime Stelle? Ja? Aber hier finde ich nichts. Doch, da. Aber... Keine Ahnung. Geheimnis entdeckt. Oh. Single Ladies? Lieber eine tragische Liebesgeschichte. Okay. Lost for you. An meine liebste Anne oder N. Von dem Moment an, als ich dich sah, ist mein Herz eine tickende Zeitbombe gewesen, die auf eine unvermeidliche Explosion der Liebe herunterzählt. Ich kann die intensiven Gefühle, die durch mich strömen, kaum zurückhalten. Jedes Mal, wenn ich dein Lächeln sehe, es ist, als ob es einen Funken gibt, der einen Feuersturm in mir entzündet. Deine Anwesenheit ist wie Dynamit, kraftvoll und fesselnd, fähig, meine Welt auf die schönste Weise auf den Kopf zu stellen. Von dir getrennt zu sein, fühlt sich an wie das Entschärfen einer Bombe ohne Anleitung. Es ist unerträglich und nervenaufreibend. Ich sehne mich nach deiner Berührung, deinem Lachen, deinem Alles. Und wenn wir zusammen sind, fühle ich einen Rausch, der mächtiger ist als jede Explosion. Also, hier bin ich. Und gestehe dir meine Liebe, dein aufrichtiger Thomas. Till the death do us part. Ja. Ja, schneller passiert als gedacht, ne? Will you marry me? Achso, das war hier ein Heiratsantrag. Ja, 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 okay, dann nehme ich mir immer noch ein bisschen Geld mit. Hier durchzukommen ist gar nicht mal so einfach. So, ja. So, was ich eigentlich wollte, war ja diese Tonnen noch zusammenzuführen. Hier gab es keine Tonnen, oder? Und hier eigentlich rauf? Ja, was ist denn da oben eigentlich? Kommt man da hin irgendwie? Man weiß es nicht. So, ne, hier sind garantiert keine Tonnen. Hier drin weiß ich jetzt gerade nicht. Aber eher nicht. Komm ich da nicht rüber? Schade. Geht immer noch nicht auf. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Hier war auch nichts. Die Tonnen, die waren irgendwie alle nur flogen irgendwo draußen rum. Ich weiß gar nicht, ob ich hier... Nein.
Ja, wo sind denn die verdammten restlichen Tonnen jetzt? Bin ich denn blöd? Da waren da doch mehr. Vier haben wir erst. Da müssen doch drei drauf, glaube ich. Na ja, gut, vielleicht finde ich die auch nachher noch. Obwohl, hier steht ja nur eine dumm rum und sagt nichts. Kannst du die mal... Jetzt eigentlich mit dem Tisch hier. Da. Ja, schön. Denkt der Kopf. Okay. Ich glaube, hier kann ich noch ein bisschen was einsammeln. Okay, die Flasche der Ordnung halber mal so hier hin. Und den Korb stimmen wir hier hin. So, das war okay. War jetzt. Da war kein. Warum sollte hier auch ein Fass rumhängen? Okay, ich glaube, aus dem sichtbaren Bereich habe ich jetzt alle Fässer. Erstmal. Aber es muss ja noch irgendwo weitergehen. Irgendwie fehlt uns noch, kann ich hier... So, jetzt haben wir wieder ein bisschen andere Musik. Kann ich nicht hier irgendwo... Schlüssel finden oder so. Es fehlt mir ja noch eine Wohnung. So eine Türe, die ich nicht aufkriege. Und es fehlen noch drei Leichen. Das ist ja nicht ganz unerheblich. Ne? Jetzt sind wir hier einmal rum. Okay, was habe ich übersehen? Wahrscheinlich einiges. Ja, hier war ich ja auch schon drin. Hier gab es ja nichts weiter, glaube ich. Da will ich rein. Eine Fußmatte irgendwie, irgendwas, wo ein Schlüssel sein könnte. Können wir da oben drüber vielleicht mit einer Trittleiter? Mir jetzt gerade nicht im Klaren. Da hätte ich eine Trittleiter. Nehmen wir die nochmal. Kannst du dich bitte mal ordentlich hier hinstellen? Nee, das war klar. Irgendwie muss ich aber doch in dieses blöde Teil reinkommen.
need to clear the way first. Was ist denn mit dem Weg hier? Sieht doch alles gut aus, oder? Also.